Sie waren schon vor der Corona-Pandemie schlecht dran, oft ausgebeutet und ohne sozialen Schutz. Jetzt sieht es für die gut 76 Millionen Hausangestellten auf der Welt noch schlimmer aus. Viele haben ihren Job verloren, andere müssen unter noch schlechteren Bedingungen arbeiten. Die meisten von ihnen sind Frauen oder Mädchen. Viele dieser Arbeiterinnen leben in den Häusern bzw. Wohnungen, in denen sie arbeiten. Das heißt, verlieren sie ihre Arbeit, verlieren sie automatisch ihre Bleibe. Hinzu kommt, dass viele Fremde in dem Land sind, in dem sie arbeiten. Viele kommen von dort gar nicht mehr weg. So wird der Jobverlust ganz schnell zu einem echten humanitären Problem. Die Willkür dieser Arbeitsverhältnisse, der diese Menschen so oft ausgesetzt sind, ist weit offengelegt worden. Es gibt seit 10 Jahren eine UN-Konvention, die die Hausangestellten weitgehend schützt oder schützen soll. Diese wird jedoch in den meisten Ländern komplett ignoriert.